Ja, da sitzt aber einer richtig, direkt vor der Sparkasse. Im Gegensatz zu seinem Kumpel, der vor Edeka sitzt. Der kriegt hier Bargeld, der andere kriegt nur Essen. Jo, hi Freunde, willkommen zum 21. Februar, zum 21.02.2011 und gleichzeitig zum Beginn der letzten Februarwoche, weil es ist Montag. Das heißt, der Februar 2011 ist bald gerockt und damit auch der Winter. Insofern ist es noch Februar, da durften da draußen ein paar Flocken fliegen. Jo, wie immer, gucken, was ich so aufnehme. Wenn es 5 Minuten sind, geht's online. Keine Ahnung, ob es wird oder nicht. Wir werden sehen. Tschüss. Wisst ihr, was es ist? Es ist noch verflucht kalt. Boah. Oder bei uns ist es so schön kuschelig warm. Aber ich denke mal eher, es ist verflucht kalt. Puh. Das ist aber nicht schön. Das ist sogar so kalt, dass die Schneeglöckchen alle umgekippt sind. Ich dachte, die können irgendwie so die Kälte ab. Ja, sollten wir schon mal das große Tor aufmachen, weil ich vermute mal, dass die Grubenjungs heute oder morgen kommen. Diana dachte ja schon mal, die kommen letzte Woche. Aber ich habe mal nachgezählt, ich glaube 5 Wochen sind erst diese Woche zu Ende. Insofern werden die heute oder morgen kommen. Werden wir sehen, ob wir die Rechnung im Kasten haben. Du kannst dir Zeit lassen. Bus gerade gefahren, ich weiß nicht, ist 28, entweder ist es der frühe 30er oder ein verspäteter 25er. Also ich habe noch keinen gehört bis jetzt, insofern könnte es der verspätete 25er sein. Nun sollten wir uns doch beeilen. Ja, man könnte davon ausgehen, die Hamburger sind mit der Politik ihrer Ex-Regierung nicht so zufrieden gewesen, oder? Meine Fresse, das war ja echt ein Erdrutschverlust, ne? Über 20%. Ja, schon krasse Sache. Ja, und dann wollen wir mal hoch zur S-Bahn gehen und uns überraschen lassen, ob die bestreikt wird oder nicht, weil ja ab heute bei der Bahn mit Streiks zu rechnen ist. Gehört habe ich zwar noch nichts, aber das heißt ja nicht viel. Ich bin ja der Typ, der auf den Bahnsteig kommt, dann heißt das Überraschung, wir streiken. Tja, und dann sieht es ja aus, als wenn der Herr Revolutionsführer auch langsam die Kontrolle verliert. Also erstmal über sich selbst, weil Scharfschützen ungezielt in Demonstrationsmengen schießen zu lassen und auf Trauerzüge, kein guter Stil. Ja, also zeugt von Verzweiflung. Insofern mal gucken, wie es in Libyen ausgeht. Da auch das Volk eventuell gewinnt. Ja. Also ist ja nicht nur der einzige Staat. Also momentan scheint es ja komplett nahezu die zumindest nordafrikanischen arabischen Staaten oder die kleineren auf der arabischen Halbinsel alle zu treffen. Okay. Auf den Anzeigern stehen die Linien und da stehen Minuten hinter. Insofern würde ich mal davon ausgehen, die S-Bahn fährt. Was mich irritiert, da steht 9 Minuten. Entweder habe ich echt Pech gehabt mit der S-Bahn oder sie haben welche raus sortiert. Okay, hier oben steht jetzt 4 Minuten. S-Bahn. Junge, Junge, ich bin ja mit Sicherheit nicht der Chemie propagiert, um natürliche Gerüche und den Körpergeruch zu überdecken oder zu verändern. Aber eine Mischung aus Zigaretten, kalten Pommesfett, Klamotten in 5 Tage drin geschlafen, das ist ein Geruch, der ist ganz schön ätzend. Der kann einen halben S-Bahnwagen durchziehen. Jo, S-Bahn fährt. Allerdings mit sehr seltsamen Taktzeiten. Also, ob es was mit dem Streik zu tun hat, keine Ahnung. Oder halt einfach nur, weil es die S-Bahn ist. Man weiß es nicht. Man kriegt auch keine Infos. Also, mit dem Schneeflinkern in der Luft hat man eher das Gefühl des Herannahen Winters statt des Herannahen Frühlings. Aber das soll ja irgendwie nächste Woche vorbei sein. Oder Mitte der Woche. Mal gucken, wie die Lage ist. Ah, ist noch doppelt zugeschlossen.
Und wie man an der Helligkeit sieht, bin ich mit Sicherheit nicht wirklich früh dran. Egal. Ist so geiles Wetter. Ich weiß nicht, ich muss einfach mal raus eine Runde. Abgesehen davon sollte ich mir mal was zu essen nehmen. Weil ich habe natürlich wieder kein Brot dabei. Mal gucken. Ich hätte ja Bock auf Currywurst. Auch wenn es gar nicht gut ist. Auch wenn ein dieser hammermäßige Sonnenschein ziemlich in Sicherheit wiegen kann, es ist doch noch ganz schön frisch. In dem Moment, wo man im Schatten steht, ist es richtig kalt. Und dafür kann er im Schatten besser sehen. Da muss ich die Augen so zusammenkneifen. So, immer noch nicht, ich weiß immer noch nicht, was ich zu essen hole. Doch, ich esse Currywurst. Currywurst, gebongt. Die deutsche Sprache ist alleine vom Aufbau gut für Doppeldeutigkeiten. Weil eben gerade zwei Schnecken, sagt die eine, ich habe mir ein MacBook gekauft auf Raten, das ist mega geil. Das MacBook oder das auf Raten kaufen? Es kann nicht das MacBook gewesen sein. Alter, was gibt's besser als eine Currywurst von echten Berliner Verkauf, wa? Steht da eine Touri hinter dir und sagt, I like one of these. Und hey, was willst du? Na, one of these. Hey, was? Mach das hier. Willst du mit Bürtchen? Super. Ich meine, noch chancenloser als Brötchen oder Pommes. Hätte er natürlich den kleinen Asiaten aussehen lassen, hätte er gesagt, ey, willst du Schrippe? Ich glaube, das hätte er nicht wechseln können. Naja, Berlin und seine Touristen. Und sein Verhältnis zu seinen Touristen. Und wieder können wir sagen, endlich Feierabend. Es gibt keinen Alarm, also habe ich offensichtlich alles richtig gemacht. So, erster und letzter. Wir machen das gleiche Spiel wie letzte Woche, was ich allerdings verloren habe. Also einmal darf ich morgens nicht erster sein. Dann ist es trotzdem 5 in a row. Ja. Mal gucken, wie lange wir das Spiel überhaupt noch machen. Ja, die Anna ist schon seit 2:30 zu Hause. Weil nämlich, die haben bei ihnen da im Amt ein Rechner-Update gemacht und wie üblich, danach funktioniert halt nichts mehr. Und das Dumme ist halt, dass sie natürlich ohne Rechner gar nicht arbeiten können. Ja, und dann ist halt wieder nach Hause gegangen mittags. So, tja, bei uns könnte ich nicht gehen, weil da wäre ich der Typ, der das Update gemacht hat. Na dann, wollen wir auch mal nach Hause. Ich gehe mal einfach davon aus, mit den vielen Hertha-Fans auf dem Bahnsteig, dass Hertha wohl heute spielt. Ist nicht Montag? Spielen jetzt auch schon Montag? Ich dachte nur Samstags oder so. Naja, ich stehe übrigens mal wieder Westkreuz, ne? Ja, und ich bleibe auch noch ein bisschen hier stehen, weil die hier gerade fährt, ist Olympiastadion und voll mit Hertha-Fans. Stimmt ja, ich soll ja noch Brot mitbringen von Backwerk. Kein Problem, ist auf dem Weg. Ich hab's nicht vergessen, Schnuffel. Schnuffel zu Hause. Ja, Spätzle. Schnuffel. Ja, Brot. Danke. Das ist aber nicht das Richtige. Das ist ein Roggenbrot. Das ist das einzige Brot, was sie hatten. Okay. Weil zu der Zeit backen sie keine anderen mehr. Wenn die anderen alle sind, sind sie alle. Die backen nur noch Roggenbrot. Mhm. Hast du geheult? Nee. Okay. Sieht komisch aus, oder? Hm. Ja, ich würde mal sagen, der Montag ist gelaufen, so gut wie. Guck noch ein bisschen Fernsehen. Die Anna guckt noch ein bisschen Computerzeug. Ja, sage ich mal einfach tschüss und wir sehen uns, ich denke mal, dann zum Mittwochsvlog. Oder wenn immer auch was zwischendrin passiert. Alles klar, tschüss.